Und damit ein herzliches Willkommen zu Success Play Puzzle 2. So, ja, da war ich schon drin. Dann mache ich noch zwei weitere davon. Oder auch nicht. Ich mache jetzt so ein Zellchen hin. Oder Moment mal. Mamacita. Nur mit denen auch schon. Okay, ist das ein Problem da? Ah, genau. Ist da kein Problem da? Oh Gott, das ist doch eine Scheiße. Also theoretisch gesehen. Genau. Das ist es. Geh hier so schief. Durch. Aua. Okay, oder nicht. Irgendwie muss man den schiefer machen. Oder auch nicht schiefer. Noch ein Stückchen. Also hat mir jetzt. Oh, verdammt. Okay. Wie sind wir da? Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagsgeschenk. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Hab ich. Lade. Lade. Super. Lade. Mach ich Lade bitte weiter. Lade. Lade. Los, lade. Geht doch. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd ist. Pedo. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht. Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. Im Mode. Aus Frankreich. Oh nö, diese Testkammer ist kaka. Oh nö. Okay, was tut die? Oh, mehr einfacher als ich dachte. Guckst du mal um? Hier ist die nach. Oh. Ich gehe die Liste der Tests zu. Oh, Mann. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Ja. Yeah. War bestimmt mein Mann.
Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Mein Mann und mein Kind? Mama, Papa? Aber ich lese ja nicht. Oh, das ist ein Licht. Oh, 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 cool. Ich bezweifle, dass es da durchgeht. Aber wenn es schon da durchgeht, dann... So, ich nehme noch einer. Ich höre auch nicht. Was ist denn jetzt kaputt? Ach so, ja da. Husch. Was ist jetzt? Müsste passen. Ach so. Ja, auf die Idee komme ich natürlich nicht. Dum, 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 dum. Stattdessen läuft mein Zimmer durch hin und her. Oh, mein Ball ist eingeschlafen. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Cool. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Wo ist Gift? Schade. Ach so, ja, verstehe. Ja, durch den Kubus geht das Ding nach unten, also muss ich wieder nach oben. Und dann dort ein Portal setzen. Oh, verdammt. Damit dann der Kubus da drauf stehen können. Ich schon leise wieder wegmachen kann, also diesen Weg hier wegmachen kann. Müsste passen. Und dann. Tschüss.
schon ruhig nach oben. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei den Gedanken kommen mir die Tränen. Miau. Miau. Danke für die Überraschung. Bis zum nächsten Part. Ciao.